liebes kanafines Publikum, ich bin der Micha. Heute geht es bei mir um Medien, Cannabis in den Medien und den Umgang mit, blöd besetztes Wort momentan, Fakten, alternative Fakten oder auch Lügen oder beziehungsweise den Umgang der Medien mit der Wahrheit, wenn es um Cannabis geht. Und weil mir da die aktuelle Situation immer wieder Kopfschmerzen bereitet, muss ich vor der heutigen Sendung zur Prophylaxe auf jeden Fall erstmal medizinieren. Heute hier Klenk 18, neue Sorte aus der Apotheke. Ich muss mich ein bisschen runterbeugen, weil ich das sonst gar nicht ankriege. Sorry, wir haben schon in der Probe versucht, ist zu windig. So, und bevor ich damit anfange, wie Cannabis in den Medien dargestellt wird, ich schulde euch ja noch die Antwort von Frau Mortler. Ich habe natürlich nach der Sendung über Frau Mortler angefragt, ob Frau Mortler uns vielleicht mal ein Interview geben würde oder ob wir mal vorbeikommen könnten, über sie berichten oder ob sie gesprächsbereit ist. Hab dabei auch erwähnt, dass ich das im Prinzip bei jeder Drogenbeauftragten seit der Frau Kaspers-Merks gemacht habe und immer eine negative Antwort bekommen habe und weil Frau Mortler doch mal sehr erfreut wäre, wenn sie auch mal mit Konsumenten redet, anstatt nur über Konsumenten. So ausführlich habe ich das nicht in der Mail geschrieben. Könnt ihr hier, wird die mal kurz eingeblendet. Aber leider hat Frau Mortler keine Zeit. Das heißt, wir müssen verzichten. Meine Presseanfrage ist sozusagen nicht ins Leere gelaufen. Ich habe eine sehr freundliche Antwort bekommen von der Pressestelle. Und Frau Mortler wird leider nicht mit mir oder im Rahmen meiner Sendung ihre Meinung kundtun. Schade, 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 aber sie bleibt uns damit immer noch mindestens drei Jahre als Drogenbeauftragte erhalten und ich denke, unsere Wege werden sich noch hier und da kreuzen. Es hat sich, seit medizinisches Cannabis hier gesetzlich verankert ist, einiges getan. Die Medien zeigen ein hohes Interesse an Cannabis, aber grundsätzlich wird es immer noch so als oder oft noch als Hippie-Droge dargestellt mit so einer Art herablassendem Lächeln von oben. Es gibt in den Mainstream-Medien der Blick über den Teich. Ja. Das nenne ich immer den großen Blick über den Teich. Der findet in Mainstream-Medien eigentlich erst seit 2013 statt. Seit Colorado, seit Uruguay legalisiert hat, hat sich da was getan. Da ist Cannabis auf einmal auch Thema in den Mainstream-Medien, seit Cannabis als Medizin hier gesetzlich verankert wurde. Umso mehr. Aber vorher hat man sich diese Entwicklung drüben überhaupt nicht in den Mainstream-Medien angeguckt. Da gab es alle zwei Jahre mal so einen exotischen Bericht abends um 11 auf Arte oder so. Und ansonsten war das eigentlich keinem bekannt, wie die Entwicklung, die da schon lange absehbar war. Ja, in Kalifornien war Cannabis 2009 schon die umsatzstärkste Agrarpflanze. Ja, all das muss man sich mal vor Augen halten. Und unsere Medien haben es einfach versäumt, da mal einen ernsthaften Blick rüber zu werfen. Auch das immer mit so einem lächelnden Unterton, aber es war keinem klar, was da eigentlich auf uns zukommt. Und das war absehbar bei einer guten Recherche. Also wenn man sich das Bild von Cannabis in den Mainstream-Medien anguckt, es ist vieles besser geworden, aber es ist immer noch ein bisschen verzerrt. Ja? Das ist in meinen Augen, wer sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt, der wundert sich auch immer, wie gut dann doch die Quellenlage ist, wenn man ein bisschen recherchiert oder was für Dinge im Namen des Cannabis-Verbots heute immer noch passieren. Ja? Da wundern sich die Leute dann immer, auch die Kollegen, die Journalisten-Kollegen, wenn sie da mal ein bisschen tiefer in die Materie gehen, was da halt noch für Schweinereien passiert. Nicht wahr? Ich höre oft die böse Lügenpresse. Ich bin auch ein Teil der Lügenpresse. Ich bin eigentlich ziemlich stolz auf unsere Pressefreiheit hier in Deutschland und auf unsere Medienvielfalt. Ja? Was ich hier mache, könnte ich nicht in allzu vielen Ländern der Welt machen. Das finde ich auch ziemlich cool. Ja? Ich habe das ja auch schon gemacht, bevor bei mir alles legal war. Da komme ich später noch mal zu. Ja? Ich mache das ja schon sehr lange. Und die Pressefreiheit schützt. Ja, und die ist in Deutschland ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und die hat mir bei dem Thema Cannabis auch wirklich viel genützt in den letzten Jahren. Und deswegen, ich hasse dieses Wort Lügenpresse. Ja. Es geht immer eher dahin, es hat heute keiner mehr das Geld für Recherche. Und wer wirklich recherchiert, der braucht eine innere Überzeugung. Und das
fehlt mir so manchmal. Und das, da bleibt es natürlich auch nicht fern, dass man sich für ein Thema vielleicht überengagiert. Ja, das ist irgendwie, muss man da, ist es immer eine Gratwanderung, auch bei einer sehr intensiven Recherche als Journalist, dass man sich da nicht überengagiert. Aber für mich stand von Anfang an fest, dass das Cannabisverbot halt ein Fehler ist. Als ich dann mit der Arbeit angefangen habe, vor, ich glaube, 13 Jahren, 14 Jahren mittlerweile. Aber, und dass ich mich da grundsätzlich klar positioniere. Aber die Recherche dazu, da beachte ich schon die journalistischen Grundregeln. Ja. Ich habe allerdings auch Erfahrungen mit Cannabis, sehr viele. Ja. Viele Leute, die über Cannabis berichten, haben kaum Erfahrungen, wenig Erfahrungen oder auch schlechte Erfahrungen mit Cannabis. Ja. Ich bin da, sage ich mal, ein Ausnahmefall, der die Berichterstattung doch halbwegs versucht ernst zu nehmen und so eine extreme Cannabis-Biografie hat. Und das habe ich halt versucht zu kombinieren seit einer Weile. Aber man darf das der Lügenpresse, ich sage das sehr provokant, weil ich hasse dieses Wort eigentlich und ich werde es jetzt auch nicht mehr verwenden, man darf das Leuten nicht vorwerfen, weil die Quellenlage ist schlecht. Und viele Quellen sind zum Teil gar nicht zitierfähig. Das haben sich dann wieder viele, die Aktivisten, einige Fachmagazine und Leute, die über Cannabis berichten, auf die Fahnen zu schreiben. Ja? Auch wir Fachjournalisten, ich sage immer, Cannabis-Journalisten klingt so schlecht, wir Fachjournalisten für Thema Cannabis müssen uns auch die saubere Recherche auf die Fahnen schreiben und zitierfähig sein. Ja? Ich versuche halt auch antizyklisch zu handeln. Ja, das ist ganz wichtig in meinen Augen, weil wer mich sieht, der hat schon mal eine gewisse Erwartungshaltung. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass jemand, der mich zum ersten Mal moderieren sieht oder jemand, der noch nie was von mir gelesen hat, davon ausgehen kann, dass ich mehr als ein langhaariger, verkiffter Hippie bin. Ja? Die Menschen urteilen mit den Augen. Und dem ist halt so. Ja. Ich werde dieses Jahr 50 Lenze und sehe immer noch aus wie ein verkiffter Hippie. Und deswegen wird halt der Rest auch schon mal ein bisschen so eingeordnet, was jetzt aus diesem Munde rauskommen könnte. Und ich versuche halt antizyklisch zu handeln, indem ich genau diese Erwartungen nicht erfülle. Ja. Das heißt, damit erzeugt man schon mal Aufmerksamkeit. Das ist natürlich anstrengender. Ja. Klar bin ich immer noch auf eine Art auch der ich vor 20 oder 30 Jahren war. Habe mich da vielleicht nicht so viel geändert wie andere oder nicht so angepasst. Aber trotzdem habe ich mich da in der Arbeit versucht, meine Arbeitsweise dem Mainstream anzupassen. Weil wir wollen ja den Mainstream erreichen. Und wir haben ihn schon erreicht. Ja. Die Darstellung in den Mainstream-Medien ist viel, 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 viel angenehmer geworden. Aber es passiert halt immer noch, dass mit viel, viel Vorurteilen gearbeitet wird, dass falsch, jetzt im Spiegel erst nicht ganz richtige Fakten über medizinisches Cannabis, also wirklich ein schlecht recherchierter Kasten im Spiegel, ja, zu der Meldung, dass Cannabis in Kanada jetzt komplett legalisiert wurde. Auch das ist im Spiegel noch nur eine kleine Meldung wert, was ich natürlich, ich finde es weltbewegend, ja, das erste G8-Land der Welt. Und ja, das wird hier in Kurzmeldungen abgetan. Aber okay, auch das wird hier noch größer werden. Wir sind froh, dass das momentan überhaupt erst drin steht. Und wichtig ist auch, dass man den Kontakt zu den Entscheidern sucht, ja? Sowohl im Medienbereich als auch im politischen Bereich. Und da muss man sich halt an verdammte Regeln halten. Ja? Also ich muss halt eine E-Mail so schreiben können, dass die mir glauben, dass ich schreiben kann. Ich muss die E-Mail entsprechend formulieren. Ich muss gewisse Regeln beachten bei Nachfragen. Ich muss ordentlich zitieren. Man sollte nämlich immer bedenken, wenn unser einer, egal ob das jetzt hier beim Moderieren oder beim Schreiben, beim Tippen einen Fehler macht, beim anderen heißt, der ist überarbeitet oder hat einen trockenen Mund oder sonstiges. Bei uns heißt es immer, der hat zu viel gekifft. Ja? Also jeder Tippfehler ist eigentlich kein Tipp, sondern Kifffehler, wenn man über Cannabis berichtet. Ja? Hat der Redakteur vorher einen geraucht? Aha, ha, 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 ha. Ja? Im Prinzip fühle ich mich der Wahrheit verpflichtet. Ja? Das ist ein ganz, ganz einfaches Ding. Ich fühle mich bei der Berichterstattung über Cannabis, ich komme der Wahrheit immer nur nah, weil ich natürlich auch subjektiv denke und fühle, aber ich versuche mir alle Seiten anzugucken und versuche auch nicht so zu schweigen. Und es gibt aber keine absolute Wahrheit. Es gibt sowieso immer gefärbten Journalismus. Man kann dem immer nur versuchen, der Objektivität nahezukommen. Aber, und das nervt mich tierisch, auch ich bin oft noch gezwungen zu lügen.
Und das finde ich ein bisschen problematisch. Das liegt halt daran, dass Cannabis immer noch verboten ist. Und es gibt immer noch Dinge, wenn ich zum Beispiel, oder der Tim von Green Germany, Big Up von dieser Stelle hier an Tim nochmal, wenn ich oder der Tim, wenn wir einen Grower besuchen wollen oder so, wir müssen lügen. Ja, ich muss immer noch lügen, wie ich meine Selbsttherapie betrieben habe, bevor ich die Ausnahmegenehmigung hatte. Oder wenn ich mir das Cannabis damals, als ich die Ausnahmegenehmigung hatte, nicht immer in der Apotheke leisten konnte. Ja, da muss ich lügen. Ich musste meine Kinder jahrelang anlügen, ja, weil ich halt keine Ausnahmegenehmigung hatte und mir da furchtbare Konstrukte aufbauen musste, weil man die natürlich auch nicht mit Schweigegelübden belasten darf, Kinder. Manchmal geht es sogar so weit, dass ich in der Berichterstattung Dinge weglassen muss. Ja? Dazu erfinden tue ich nicht. Ja? Aber dass ich in der Berichterstattung auch Dinge weglassen muss, um einzelne Personen zu schützen, hängt alles am Cannabisverbot. Und das finde ich halt, nervt mich ein bisschen. Da gibt es so eine Art Verschiebung der Werte. Ja? Früher musste man, wenn man zum Beispiel über Homosexualität berichtet hat, in den 70er Jahren, musste man immer eine Position gegen Homosexualität einbauen. Ja, das wäre heute politisch überhaupt nicht mehr denkbar. Und das ist halt auch so ein kleines Problem der Mainstream-Medien. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo die Gesellschaft davon überzeugt ist, dass eine Cannabis-Legalisierung gesellschaftlich nützlich ist. Ja? Und deswegen müssen die Medien auch immer noch Gegenpositionen einholen, wenn sie sich, weil Medien können ja nie objektiv berichten, ja? Oder einzelne Journalisten, wenn sie halt einen Bericht haben, der Cannabis halt in gutes Licht drückt, müssen sie sich teilweise noch, werden sie auch von der Redaktion oder vom Chefredakteur dazu benötigt, sich eine Gegenposition zu einzuholen, die heutzutage natürlich, die werden immer seltener, die werden halt auch immer schlechter begründet bei der heutigen Forschungslage. Das ist, wenn es um Thema Homosexualität geht, zum Beispiel heutzutage undenkbar. Ja, und da müssen sie, muss sich der, also was politically correct ist und was nicht, da muss sich gesellschaftlich bei Cannabis auch noch eine Menge verschieben, weil dann wird auch nicht mehr gesagt, wenn halt ein Bericht über medizinisches Cannabis oder über die Folgen der Cannabis-Legalisierung in Colorado ist, ja, wo dann ganz klar ist, der Jugendschutz wird gewährleistet, es fallen viel mehr Mittel für den Jugendschutz ab, die Konsumzahlen gehen runter und dann muss dann halt nicht noch ein Herr Dr. Tomasius eingebaut werden, der gegen eine Cannabis-Legalisierung argumentiert, weil Cannabis politisch in der Gesellschaft angekommen ist. Ja, so weit müssen wir kommen. Was ich noch erlebt habe, ist Kollegen, die zu positiv über Cannabis berichten, die werden in der Redaktion dann kriegen halt diesen Kifferstempel. Und da haben viele Kollegen auch keinen Bock drauf. Ja? Und auch da, das liegt halt auch an der Stigmatisierung. Ja? Es wird freitags ist kein Thema, dass nach der Kneipe, dass man in die Kneipe geht und mit der Redaktion ein Bierchen trinkt zum Feierabend. Aber als Kiffer in der Redaktion eines Mainstream-Mediums ist man, hat man auch schon einen Stempel. Ja, es ist so, ja, du kiffst zwar ab und zu einen, aber lehn dich bloß nicht zu weit aus dem Fenster damit. Selbst in so freien Berufen wie dem des Journalisten ist das noch gang und gäbe, diese Einstellung. Viele Leute, die illegal mit Cannabis umgehen, trauen sich gar nicht, trotzdem Interesse bei den Mainstream-Medien da ist, sich an die Mainstream-Medien zu wenden oder Berichte in den Mainstream-Medien über sich zuzulassen, weil sie a. Angst vor Strafverfolgung haben und b. Angst davor haben, schlecht dargestellt zu werden, weil ein Cannabis-Dealer wird eigentlich immer schlecht dargestellt. Ja, der kann noch so verantwortungsbewusst verkaufen. Ja, er ist halt illegal und egal, ob er nur an Erwachsene verkauft, nur an Patienten und so weiter und so fort, sich an alle Regeln hält, an die sich ein legaler Shop auch halten muss, ja, er wird sicher schlecht dargestellt werden. Und da müssen wir auch noch so ein bisschen hinkommen, dass da viel Entstigmatisierung stattfindet und dass die Menschen, dass die Medien auch dahin kommen, dass der Schwarzmarkt nicht nur aus Räubern und Pistoleros besteht. Ja? Der Schwarzmarkt ist etwas, was sich hier über 40 Jahre in der Cannabis-Szene etabliert hat und besteht durchaus, denke ich, auch zum Großteil aus verantwortungsbewussten Menschen und natürlich auch aus Händlern, die interessiert sind, eine legale Markt zu machen irgendwann mal. Ja? Auch das sollte man nicht vergessen. Und das sollten vielleicht die Kollegen, die sich in den Mainstream die Meinung machen, auch die Politiker die Meinung machen. Wir reden hier über Menschen, die Meinung machen. Das sind ja nicht nur Medien, das sind ja auch Politiker, die in den Medien dargestellt werden.
sollten sich auch darüber, müssen sich anfangen, darüber Gedanken zu machen. Ja? Es gibt nicht die gute Firma, die das Gras legal anbaut und den bösen Dealer, der 40 Jahre lang böse war. Ja? Auch da muss viel mehr differenziert werden. Ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, dass mit Lüge und Wahrheit hat auch natürlich was damit zu tun, dass wir uns leider immer noch im Krieg befinden. Und im Krieg kommt die Wahrheit halt oft zu kurz. Den Krieg haben wir nicht angefangen. Ich benutze so ein Wort auch total ungern, weil das hat immer so ganz negative Assoziationen. Und das ist noch viel. Also wer in einem echten militärischen, in einer militärischen Auseinandersetzung lebt, der lacht über das, was ich hier auf meinem hohen Ross in Berlin als Krieg bezeichne. Aber solche Auseinandersetzungen finden ja nicht nur hier statt, was Cannabis und Drogengelder betrifft. Wir haben ja weltweit Opfer und dieses Drogenkrieges. Ja? Und wenn ein Krieg herrscht, der bis heute noch nicht beendet ist, den hat Ronald Reagan ja sogar intensiviert, was Trump machen wird, Todesstrafe für Drogendealer oder nicht, mal gucken, ja? Man weiß es noch nicht. Aber solange Krieg herrscht, bleibt die Wahrheit auf der Strecke, und in vielen Fällen ist im Krieg Lügen überlebenswichtig. Auch da sollte man sich Gedanken drüber machen. Ja? Also in dem Moment, wo Lügen überlebenswichtig ist, wird es ein Problem mit der Wahrheit. Deswegen ist ja in unserem Rechtssystem auch die Todesstrafe nicht angedacht und grundsätzlich Lügen erlaubt. Weil Lügen darf nicht überlebenswichtig werden oder strafrelevant. Okay, in diesem Sinne möchte ich von euch ganz zum Schluss noch wissen, ja, was war die übelste Räuberpistole, die euch zu Cannabis medial begegnet ist, ja? Das bitte unten in die Kommentare, den Link oder eine kurze Beschreibung, die übelste, beschissenste Lügengeschichte zu Cannabis in den Medien in letzter Zeit, das bitte unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch ein ganz gechilltes Wochenende. Vergesst nicht, bei uns auf den Social Media, bei Sense Media auf Facebook, der Micha Live auf Facebook mal so vorbeizuschauen oder auch bei mir auf dem Instagram-Account, der Micha mit einer 3. Und ja, ich wünsche euch noch ein ganz gechilltes Wochenende. Treibt's nicht zu dolle und bis bald. Ja? Tschüss! Endcard.